Mein Name ist Nathalie Resch und ich bin als freie Journalistin für die Kulturzeitung 80 tätig und schreibe vorwiegend Kunst-Kulturgeschichten und Reisegeschichten. Meine Motivation, Teil des Teams Eurotours 2015 zu sein. Ich möchte in keiner Gesellschaft der Angst leben. Täglich liest man aber von Radikalisierungen, Islamisierung, von Terroranschlägen. Außerdem ist in Österreich auch ein Rechtsdruck spürbar. Ich möchte in Rijeka untersuchen, wie es möglich ist, ein friedvolles Zusammenleben zu ermöglichen. Und zwar wurde 2013 eine Moschee eröffnet, die dritte in Kroatien. Und zwar mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern ist die Moschee mit Veranstaltungszentrum, Bildungszentrum einer der größten islamischen Zentren Europas. Es wird verstanden als Zeichen an Europa und an die Welt, wie friedvolles Zusammenleben funktionieren kann. Ich möchte vor Ort mit Vertretern der verschiedenen Religionen, aber auch Philosophen und Menschen, die im Umfeld der Moschee leben, entweder sozusagen der römisch-katholischen Zugehörigkeit oder muslimischen Anhängern, mit ihnen sprechen, wie das Zusammenleben funktioniert, welche Bedeutung die Moschee als kulturelles, soziales Zentrum hat. Und untersuchen, welche Rolle Vertreter der Religionen in Annäherungen von Ländern, so wie in Bosnien und Kroatien, spielen. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass Bosnien sozusagen als Zelle für Rekrutierungsmaßnahmen der Terrormilizen gelten. Wie geht es der Bevölkerung vor den aktuellen Entwicklungen der Radikalisierungen? Ist das Zusammenleben noch so friedvoll oder gibt es Änderungen? Was sollen die Leserinnen von meiner Geschichte, von meiner Reportage mitnehmen? Und zwar, dass sie eine Moschee nicht nur als ein fremdartiges Wesen sehen, sondern sich trauen, sich dem Ganzen anzunähern, es als Bildungsveranstaltungsstätte auch wahrnehmen, aber auch als Zentrum, das es möglich macht, einer Radikalisierung entgegenzuwirken, wenn die Vertreter dieser Gemeinschaft, so wie es in Rijeka scheint, diesen Radikalisierungsmaßnahmen entgegenwirken.